Hannes Reichelt ist schmerzfrei und kann wieder lachen. Vor der Abfahrt in Kitzbühel war das aber noch ganz anders. Das habe ich eigentlich noch nie gesagt, aber zwei Nummern vor dem Start überlegt habe, ob ich, weil ich so Kreuzweh gehabt habe, ob ich rausgehe aus dem Start. Aber in Kitzbühel gehst du nicht aus dem Stadthaus raus, weil dann bist du entweder der Vollhosenscheißer oder siehst du irgendwas. Diese Entscheidung war gut, sonst hätte Hannes Reichelt keinen Streifsieg in der Tasche. Passieren hätte aber einiges können. Die Folgen wären fatal gewesen. Da kann er theoretisch ein komplettes Kauder-Syndrom mit einer schweren Lähmung für beide Beine entwickeln. Das hätte im schlimmsten Fall eine Querschnittslähmung bedeutet. Mit einem Karriereende hat Reichelt aber nie spekuliert. Nein, ich habe es nur bei in den Medien gelesen, da habe ich mir gedacht, die werden sie noch anschauen. Das Einzige, das von Olympia bleibt, sind Genesungswünsche, auch von Bundespräsident Heinz Fischer. Lieber Hannes Reichel, Kopf hoch und herzliche Grüße von uns allen aus diesem Kreis. Vor 4 Jahren hat er mir die Krawatten hergerichtet, wie ich nach Vancouver bin. Und diesmal erwähnt er mich in seiner Rede, also das ehrt mich sehr. Ob Hannes Reichelt noch in dieser Saison wieder starten wird, steht in den Sternen. Aber zurück in den Weltcup will der Salzburger auf jeden Fall.